Mein lieber Max, heute ist der große Tag, an dem deine Zukunft beginnt. Die große weite Welt wartet auf dich, für deine Reise, all deine Abenteuer, die es da draußen für dich zu erleben gibt. Wir wünschen dir Mut, denn ohne Mut ist Wissen unfruchtbar. Wir sind stolz auf dich, Max. Alles, alles Gute zum bestandenen Abitur. Deine Familie. Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, genießt den kommenden Sommer ganz ohne Noten, ohne Lehrer und ohne Schule. Ihr habt es euch verdient. Alles, alles Gute auch für euch und für eure Zukunft. Hallo, neuer Vlog. Wir sind gerade unterwegs. Der Max braucht nämlich noch ein paar Klamotten für seine Abi-Verabschiedung. Wir gehen jetzt mal hier zu Jack & Jones und ich bin auf 180. Wir haben euch nämlich gerade einen Rossmann Live-Haul abgedreht und ich habe voll den fetten Strafzettel bekommen. Aber das Video habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Ich verlinke es euch mal unten in der Infobox. Ist ganz lustig geworden. Und jetzt brauchen wir unbedingt eine Hose für den Max. Hier ist sein Sakko. Und jetzt schauen wir mal. Hoffentlich finden wir was. Die Schuhe finde ich voll schön von Max. Kamen heute an. Richtig cool. Und die Hose finde ich auch schön. Bist du zufrieden, Max? Ja, ich bin zufrieden. Okay. Wenn du zufrieden bist, dann bin ich es auch mal. So, wir haben es geschafft. Wir haben Max seine Klamotten gefunden. Ich bin total genervt wegen diesem blöden Strafzettel. Echt, ohne Scheiß, 20 Euro. Das ist mir noch nie passiert. Noch nie. Ich habe voll den Hals. Aber gut, ich bin selbst schuld, ne? So, und jetzt fahren wir schnell nach Hause. Der Alessandro wartet schon auf mich und ja, ich nehme euch wie immer mit. Bin nur gerade ein bisschen genervt und lasst das alles am Max aus. Der Arme. Wir sind wieder zurück. Leider hat der Max keine schwarze Hose gefunden mit einer Bügelfalte, was natürlich sehr, sehr schade ist. Aber ich bin jetzt auch hiermit ganz zufrieden mit seiner Auswahl. Leider bin ich ein bisschen erschrocken bei Jack & Jones. Und zwar hat diese Hose 79,95 Euro gekostet, was echt viel Geld ist. Aber die hatten eine Aktion und zwar, wenn man zwei Hosen kauft, zahlt man 100 Euro. Das ist natürlich auch sehr viel Geld. Aber der Max kann das ja jetzt im Nachhinein dann noch nutzen. Ich habe ja keine Mädchen. Mädchen oder junge Frauen kaufen sich ja für diesen besonderen Tag meistens Abendkleider, die man dann nicht mehr so gut nutzen kann. Und deswegen ist es natürlich gut investiertes Geld. Wir haben dann noch Socken bei H&M mitgenommen. Der Max hat sich noch Schuhe bestellt. Da kann er sich jetzt noch nicht so richtig entscheiden, ob er jetzt diese schwarzen hier nehmen wird oder diese grauen hier. Ich tendiere ja mehr zu den grauen, der Max auch, aber da müssen wir einfach mal sehen, wie das aussieht. Ich habe jetzt auch die Hemden aus der Reinigung geholt, mein Kleid. Ich bin nämlich morgen auf Hochzeit eingeladen und ich habe mir diesen Luxus mal gegönnt. Normalerweise bügel und wasche ich ja alles selbst, aber ich habe jetzt so viel zu tun gehabt in den letzten Tagen. Und hier sind die ganzen Hemden meiner Männer, also vier Stück. Morgen hat der Moritz nämlich auch noch Firmung und da habe ich echt so viel zu tun. Ich habe mir jetzt hier auch mal meinen Schmuck zurechtgelegt. Und zwar möchte ich heute Abend Silber tragen. Ich habe nämlich hier diese silberfarbenen Schuhe, die kann ich euch auch mal zeigen. Die sind auch ganz neu von Zara. Und nachdem ich mich eben für silberne Schuhe entschieden habe, werde ich auch silbernen Schmuck tragen. Ich bin so begeistert. Ich habe ja auch die Ohrringe von Mainpunkt und ich finde es so, so edel. Das gefällt mir super gut. Ich habe dann noch mein Thomas Sabo Armkettchen und meine Thomas Sabo Uhr. Die hat mir ja mein Mann zu Weihnachten geschenkt. Habe mir hier meine Tasche schon zurechtgelegt von Pipa & Jean. Und ja, ich konnte mich irgendwie nicht entscheiden, ob ich meine rose-goldenen Ohrringe anziehen soll. Die liebe ich ja auch total. Aber dann habe ich, wie gesagt, mich doch für Silber entschieden. Ich habe hier auch noch einen Rabattcode für euch. Und zwar könnt ihr 10% sparen bei der Firma Mainpunkt, was ich richtig gut finde. Und zwar nennt sich der Rabattcode Summer 2017 Rossella Mia. Da könnt ihr mal vorbeischauen. Da haben mich nämlich auch auf Snapchat ganz viele gefragt, wo ich dieses wunderschöne Armkettchen her habe. Und das wollte ich euch eben jetzt mal zeigen. Und der Max hat ja hier noch einen Sakko dazu von Zara. Ihr werdet dann im Anschluss sehen, wie es aussieht. Und jetzt muss ich mich echt beeilen, weil wir noch ganz schön viel zu tun haben. So, der Max zieht sich gerade schon an. Hier stehen auch noch ein paar Schuhe, die kamen gerade an mit der Post. Und er hat ein paar Bilder gemacht, hat seinen Freunden geschickt, weil er sich nicht so richtig entscheiden kann. Da wollte er halt mal deren Meinung wissen. Er tendiert jetzt zu diesen Rechten hier. Er darf natürlich nicht alle behalten, aber da kann ich mich jetzt echt nicht drum kümmern. Mein Mann, der arbeitet nämlich bis kurz vor Schluss. Hier ist sein Hemd
Und der Anzug, das trage ich ihm jetzt runter und lege es aufs Sideboard. Das wird wieder super eng. Also er arbeitet bis 17 Uhr und um 17 Uhr fängt die Veranstaltung an. Ja, das wird wieder eine enge Kiste. Also ich lege ihm das jetzt alles mal bereit und muss mich jetzt echt beeilen. So, jetzt habe ich noch schnell das Essen vorbereitet. Alle Eltern sollten nämlich was machen. Abends gibt es ein Buffet. Ich ziehe mich jetzt gleich um, fahre den Max aber schon mal in die Kirche. Es gibt nämlich einen Gottesdienst und ja, wie immer, wie gesagt, ich muss mich eigentlich beeilen. Der Stress des Grauens, aber alles gut. Alles im grünen Bereich. Already packing, come with me. I'm not really asking, we'll get away. Schönen guten Abend und herzlich willkommen im Sonderzug zum Abi. Guten Morgen, jetzt habe ich mich gestern gar nicht mehr bei euch gemeldet. Es war so aufregend. Und wir sind schon wieder bei der nächsten Veranstaltung. Der Moritz, der wird jetzt gefilmt und die kommen jetzt hier gleich ums Eck. Deshalb muss ich jetzt schnell hoch in die Kirche. Und der Max hat auch einen nächsten Termin und ich würde sagen, ich melde mich später. Tschüss, sie kommen. Hey ihr Lieben, da bin ich wieder. Oh mein Gott, was für ein Wochenende. Super aufregend. Ich gehe später mal raus und erzähle euch ein bisschen was davon. Ja, der Moment, wenn auf einer Riesenleinwand drei Bilder deines Kindes gezeigt werden und dein Kind sein Abi-Zeugnis holt. Der Wahnsinn. Also, ich muss jetzt hier erstmal ein bisschen was arbeiten und dann erzähle ich euch, wie es war. Da ist der Max. Hallo Leute, ich habe mich jetzt gar nicht mehr bei euch gemeldet. Was für ein heftiges Wochenende. Oh mein Gott. Wie kann man immer nur sagen, Wochenende, hoch die Hände. Bei uns ist das Wochenende noch schlimmer als die ganze Woche. Nein, Quatsch. Dieses Wochenende war wirklich extrem. Am Freitag Max seine Freisprechung, die super aufregend für mich war, sehr emotional. Ich habe euch ein bisschen mitgenommen. Ich konnte dann leider nichts mehr filmen, weil natürlich um mich herum ganz viel passiert ist und ich das einfach sehr genossen habe. Vor allen Dingen der Moment, als Max auf die Bühne gegangen ist. Ich habe tatsächlich gar nicht geweint. Ich war nur sehr, sehr aufgeregt und das war für mich ein wahnsinnig schönes Gefühl, den Max da oben zu sehen mit seinem Abi-Zeugnis und natürlich auch für den Papa von Max. Ganz, ganz klar, der war ja mit dabei, mein Mann. Und das war wirklich sehr, sehr schön. Und am Samstag wurde ja dann der Moritz gefirmt. Gleich danach bin ich zu einer Hochzeit gefahren, bis nachts um 5:30, also bis frühs um 5:30, so rum. Hey Leute, ich habe dann 2,5 Stunden geschlafen
Und dann hatte der Moritz, dann hatte der Lissandro Turnier. Ja, ein Fußballturnier, früh um 9. Und das war echt richtig heftig, das Wochenende. Also auch Moritz, seine Firmung, das war super schade, weil die Kirche, die ging 2,5 Stunden. Das waren 83 Kinder, die gefirmt wurden. Mein Bruder war schon total genervt, er war ja der Firmpate, weil der natürlich wieder ins Restaurant musste. Wir konnten dann mit Moritz, also ich konnte dann mit Moritz nur und mit meiner Familie einen Kaffee schnell trinken im Restaurant. Und dann bin ich eben losgefahren zur Hochzeit, weil die sehr weit entfernt von mir war. Und ich da eben aber vorher schon zugesagt hatte. Und ja, so echt heftig, total heftig irgendwie. Es geht nur so bei uns, ne? Zack, 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 eins nach dem nächsten. Aber es war ein schönes Wochenende. Also es war zwar stressig, aber positiv stressig, wisst ihr? Und ich denke mir halt immer, was macht dieser Hund da? Bella? Die Bella gräbt den Garten um, Max. Ich denke mir halt immer, was soll ich mich aufregen? Die Arbeit ist ja da. Arbeit in Anführungsstriche. Und ich versuche halt immer das Beste draus zu machen oder rauszuholen, ne? Ja, wie es eben möglich ist. Und es hängt natürlich alles auf meinen Schultern. Ne? Hier, mein Mann muss wahnsinnig viel arbeiten. Aber es ist trotzdem machbar und es war sehr, sehr schön. Und der Max, der steht jetzt hier gerade und er hat mir seine Abi-Zeitung gebracht. Und ich musste schon total lachen, weil da echt witzige Sachen über ihn drin stehen. Ich kann euch ja mal ganz kurz was vorlesen. Erstens mal ist das Bild richtig schön geworden. Wir haben das zwar auf den Bahngleisen gemacht, da hatte ich euch auch ein Bild auf Instagram gepostet, aber die Bahngleise sind natürlich stillgelegt, ne? Ist doch logisch. Und Bahngleise sind natürlich als Zeichen für neue Wege. Ne? Man geht neue Wege. Max, magst du mal herkommen? Der Max ist ganz aufgeregt, der fliegt nämlich morgen nach Lorette Mar. Ja, und die fahren heute Abend schon zum Bahnhof. Ne? Ja. Und sind dann am Flughafen erstmal ein paar Stunden. Das ist richtig. Wie fandst du deine Freisprechung, Schatz? War ganz witzig. Warst du aufgeregt? Ja. Ich war auch aufgeregt, Schatz. Als ihr alle reingekommen seid, ich war sehr aufgeregt. Also hier steht Maximilian. Mag er nicht, wenn man das sagt. Steht auch hier und dann steht, berühmt für seine Mom, in Klammern Rosella Mir. Das steht als erstes. Dann wegen noch einer Sache, die ich jetzt nicht vorlesen kann. Verspätungen ist seit der 7. Klasse nicht mehr gewachsen. Ey, wie gemein. Das finde ich scheiße, Max, dass die dir das reinschreiben. Hat immer nur einen Kulli und Block dabei, nie das ein Schulbuch. Hasst es, wenn man ihn beim vollen Namen nennt. Wer hat denn das geschrieben? Weiß ich nicht. Schreibfehler. Egal. Ja gut, dann steht hier, dass er zu spät gekommen ist und Abifahrt. Naja, auf jeden Fall stehen total lustige Sachen und jetzt kommt noch das Beste. Zukunft? Doppelpunkt? Groß werden. Das finde ich total gemein. Das finde ich total gemein. Klein, aber oho bist du, mein Schatz. Okay, also das Bild, das kann ich euch jetzt mal einblenden. Ich kann es euch jetzt nicht hochhalten, weil da eben unser Nachname steht. Ja, nochmal. Alter. Naja, egal. Okay, meine Lieben, also das war unser Wochenende. Super anstrengend, super aufregend. Es ist super viel passiert. Super, super, super. Ey, kennst du die Werbung mit diesem supergeil, supergeil? Kennst du das? Mir die Steffi geschickt. Supergeil. Echt? Ja. Ja, ich bin auch alt. Aber das Beste ist, wenn sie mich für deine Schwester halten. Yes. Okay, also meine Lieben, lang genug gequatscht. Ich weiß, dass wahrscheinlich einige Schulkollegen von Max das sehen werden. Die haben gesehen, dass ich gefilmt habe, die Freisprechung. Und deswegen liebe Grüße auch an euch. Versucht nicht, den Max zu verarschen. Nee, weil sonst... Ich komme zu euch und so. Okay, meine Lieben. Also, das war's von unserem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Genug gelabert. Lasst mich gerne wissen, was ihr so als nächstes sehen wollt hier mit meinem Max. Der ist ja jetzt erstmal eine Woche nicht da. Aber wir haben ein bisschen was vorbereitet. Wir haben allerdings was vorbereitet. Dieses Video seht ihr eh erstmal ein bisschen später, weil ich zu viel Arbeit habe. Egal. Also, lang genug gequatscht. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, meine Lieben. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Willst du auch noch was sagen? Ja, tschüss. Tschüss.